Boah, was ist das? Was war das denn? So viel Schaden! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier aus der Welt aus Guild Wars 2. Und für die Leute, die nicht wissen, was Guild Wars 2 ist, das ist ein MMORPG. Aber mehr dazu in einem anderen Video, da will ich mal was machen. Und zwar will ich euch mal zeigen, wie der Server sich jetzt hier drauf vorbereitet, um den größten Weltenboss hier zu klatschen, den es gibt. Wir haben hier einmal Verteidiger und Angriffsgruppe, Angriffsgruppe 1. Und wir haben dann hier drüben einmal Angriffsgruppe 2. Da vorne steht dann auch nochmal irgendwo eine Gruppe. Und hinten stehen auch nochmal ein paar Leute. Es sind jetzt ungefähr, also wir haben jetzt 142 Leute bei uns in Teamspeak im Chat. Der ist jetzt gemutet, damit ich hier nicht Probleme kriege mit den Leuten. Da vorne stehen auch nochmal welche. An der Kanone dürften auch noch irgendwo hier welche stehen. Die geht jetzt ja auch gleich nochmal ganz. Und ja, wir machen jetzt gleich hier den Drachen platt. Das Ganze wird sich um eine halbe Stunde oder sowas drehen. Und ich möchte mich schon mal drum entschuldigen, wenn es zu Lags kommen sollte. Ihr seht, dass hier extrem viele Leute rumstehen. Die meisten sind davon nicht im Teamspeak, ja. Also hier mal guckt, der lädt hier schon das Charakterlimit schon kaum, ja. Weil hier einfach so viele stehen. Das habe ich auch alles auf niedrig, damit ich hier auch die bestmöglichen FPS habe. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, nicht so viel reden, wenn wir gerade dabei sind. Und für die Leute, die dann sagen, ja okay, da stehen ja schon wenige rum. Bei mir werden nicht alle angezeigt. Ja, das heißt, hier in den Grafikoptionen, Charaktermodelllimit und sowas alles. Es werden mir einfach nicht alle Leute angezeigt, um mir die bestmögliche Framezahl zu ermöglichen. Es geht jetzt gleich los. Und ich bin mal gespannt, ob wir dieses Monster heute klatschen. Also das heißt töten und so. Und für die Leute, die Bock haben, Guild Wars sich zu kaufen, es ist ein MMO, was sich auf jeden Fall lohnt. Aber es gibt viel zu viel in diesem Spiel, um dort jetzt zu sagen, ja okay, das sind jetzt die Gründe, warum man sich das holen will. Deswegen will ich das in einem separaten Video machen. Also für die Leute, die das Spiel jetzt noch nicht haben, schaut euch einfach diesen Kampf jetzt an. Jetzt fängt es auch schon an zu regnen. Da kommt er. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Boss. Die ersten Toten. Also die ersten Verletzten schon. Na, sag mal, ich will wieder alleine laufen. Ja, das passiert, wenn man Standhaftigkeit nicht levelt. Thank you.
gucken, was Krop 2 macht hier. Den Jungs geht's hier nicht so gut. Ah, das ist auch das Schöne in Guild Wars, ihr seid nicht direkt tot, sondern ihr seid erstmal nur, ja, so gesagt, verletzt und liegt auf dem Boden. Ach, Mann. Und man kann euch dann so gesagt auch hochhelfen. Ach, fick mich. Ah, ich habe immer das Glück, ich bin eigentlich nicht so ein Spieler dafür. Daher kenne ich mich jetzt hier nicht so aus. Nein, wir sollen nicht auf die Griecher schießen, habe ich gehört. Mal kurz ein bisschen zurückgehen, Energie auftanken. Ja, ihr seht auch, die Zeitbegrenzung ist jetzt nicht das atemberaubendste hier, also es ist halt das Schwierige an dem Boss hier, dass man hier nicht so viel Zeit einfach hat, das ist das Doofe. Ah, nein, 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 ich will hier weg. Ihr seht auch schon, wie die Grafikkarte oder generell das Ganze nicht hinterherkommt mit den Charakterlimits. Na komm. Ah nein, ich will ihn aufhelfen. Das wird mir auch angesagt, dass die eine Welle macht. Ja.
So, ich bin jetzt auf Nahkampf gegangen. Das ist nämlich das Tolle. Ich spiele halt die Klasse Krieger. Und da kann man auch auf Nahkampf gehen. Fernkampf, Nahkampf, was man will. Einhandschwerter, große Äxte, Einhandaxt, Einhandschwerter, Dolche, glaube ich, nennt man sie dann. Ja. Ihr seht, wie viele Leute auf da so einen dummen Champion jetzt einkloppen müssen. Damit der mal ein bisschen Schaden kriegt hier. Wo gehen die alle hin? Hier vorne sind die Champions. Boah, was ist das? Was war das denn? So viel Schaden? Alter, jetzt kriegt er gerade richtig heftig in die Fresse. Ach, seine Rüstung war kurz runter. Alter Schwede, Mann. Was geht denn jetzt? Das war's schon, also von dem. Wow, da hat er gerade richtig heftig in die Fresse bekommen. Boom, Alter. Ah, was ist hier los? Naja, die Gegner wollen hier natürlich den Laser angreifen. Das ist die Waffe, die wir brauchen, um den Typen platt zu machen. Oh Leute, ich lieg. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, come on. Ah, come on, nein. Oh, das war so fies, ne? Oh, das ist doch nicht dein Ernst, ey.
ja, den kriegen wir down heute noch. Sieht auf jeden Fall besser aus als wie gestern. Wenn er jetzt rumbackt, natürlich nicht, aber. LOL! Oh, come on, hilft mir jetzt hoch, ey! Danke. Achso, die müssen jetzt die Kanonen natürlich beschützen, ne? Zwanzig Sekunden noch. Nein, so ging es mir vorhin auch. Das ist uncool. Na komm. Ja, stirb! Ein Super Aids! Woohoo! Geil! Wir haben es hingekriegt. Bam, Alter, wie geil! Wir haben es hingekriegt. Wie viele Truhen! Hardcore! Gefällt mir, das muss man öfters machen. Heftig. Almost there.
Ja, den Fangzahn habe ich auch bekommen. Kann man die Dinger verkaufen? Nein, also auspacken. Geschenke, Mädels, entgegennehmen. Super cool. Super cool. Es lohnt sich doch, sowas mitzumachen. Kann ich das denn benutzen? Ja, aber es bringt mir gar nicht. Also gucken wir mal. Handelsposten verkaufen. Wie viel kriegen wir denn? 70 Silber. Okay. Ja, zum Beispiel. Ha, schön Gold machen. Ja. Ja, das war zum Beispiel jetzt mal so ein Weltenboss klatschen. Dann seht ihr auch, was man dafür so bekommt. Es lohnt sich. Sagen wir es mal so. Na, die könnt ihr, glaube ich, jetzt noch ein bisschen bei mir behalten und da noch wahrscheinlich ein bisschen Action machen. Aber ich glaube, ich verkaufe den jetzt auch. Oder? Ja, verkaufe ich jetzt. Scheiß drauf. An sich, wie gefällt euch Guild Wars bis jetzt? Wie gesagt, ich will da jetzt demnächst nochmal so ein Video machen, was so Guild Wars ist und so. Gibt zwar von anderen, aber ich will da meine Version noch machen. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen guten Tag. Viel Spaß euch noch, was auch immer ihr machen werdet. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute.